Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Und wir sind hier in Protectors Enclave. Allerdings auf der anderen Seite, nicht bei Nox drüben, um den Piraten von Pirate Skyhold entgegenzutreten, sondern auf der Seite von Hafner und Boward. Warum? Ganz einfach, ich hatte euch ja gefragt, wie wir das mit den täglichen Quests halten wollen, die für die Kampagnen Fortschritte sind. Und ihr habt gesagt, einmal soll ich sie zeigen, einmal sollen wir diese täglichen Quests zusammenlaufen und das wollen wir doch auf jeden Fall dann sofort umsetzen. Gemeinsame Der Sache. Der Punkt des Drachen konnte das scheinbar Unmögliche vollbringen. Er hat die Hafner, die smaragdgrüne Enklave, die Allianz der Fürsten, den Handschuhorden und die Centerim vereint. Diese Gruppen sind unter normalen Umständen Konkurrenten und manchmal begegnen sie sich sogar als Feinde. Doch die Gefahr, die vom Kult ausgeht, hat uns unsere Differenzen vergessen gemacht und mit dem Kampf gegen Severin und seine Kultisten ein gemeinsames Ziel gegeben. Die Hafner haben sich als die Koordinatoren dieser aus der Not geborenen Allianz erboten. Ich habe einige Aufgaben für euch, die unserem gemeinsamen Ziel dienlich sind. Ja, genau. Wir wollen dies einmal machen. Mit wem müssen wir denn reden? Mit... Ist das bei dir? Nein? Nein? Ist das bei dir? Nein? Nein? Oh mein Gott. Ist das bei dir? Nein? Nein? Muss ich einfach nur Kultisten ausrotten und... Grabtausch? Aber Grabtausch habe ich doch gar nicht. Ach, Grabtausch ist vor Ort, glaube ich. Oder? Ist Grabtausch vor Ort? Wir gucken, wir schauen im Neverwinter-Friedhof. Bei dieser Quest, ich muss ganz ehrlich sagen, gemeinsame Sache war eine Questreihe, die ich... Oder eine Quest, die ich ganz, ganz lange nicht auf die Kette bekommen habe, weil ich immer nicht wusste, welche Quests. Ich hatte dieses Kultisten ausrotten, Drache töten, das war mal ganz leicht. Aber dann gibt es immer noch so eine andere Sache, die man machen muss, in diesem Fall Grabtausch. Und ich habe immer nie gerafft, was ich da machen soll, wo ich das... Ich dachte, das war immer da vor Ort. Und es gab zwischenzeitlich auch mal den Bug, dass bestimmte Sachen nicht angezeigt wurden. Und naja, ganz viel Chaos und das Kaninchen hat ganz viel geweint. Wir müssen die Geschehnisse in der Handwerkersruhe beenden. Wir machen jetzt Grabtausch. Das kennen wir schon. So wichtig ist. Aber ich denke, es ist in unserem eigenen Interesse zu... Und Chartraxis nehmen wir auch einfach mal an, einfach weil... Warum nicht? Was war das für ein komisches Geräusch? So, dann reiten wir mal geschwind los. Hinüber, wieder durch den Friedhof. Lange, lange waren wir nicht mehr hier. Lang, lang ist hier, ja, ja. Diese Folge wird auch noch eine halbe Stunde gehen. Ich habe noch nicht die Möglichkeit gehabt, dort eure Antworten auf diese Umfrage auszuwerten. Beziehungsweise es gab noch nicht die Möglichkeit, da vernünftig was auszuwerten. Weswegen wir da heute nochmal so tun, als würde diese Umfrage gar nicht existieren. Aber beim nächsten Mal oder übernächstes Mal... Da sind welche. Hallo, beim nächsten oder übernächsten Mal kann ich darauf schon reagieren. Wir hauen mal ganz kurz. Die haben natürlich gar nicht irgendwie auch nur ansatzweise eine Chance mit Level 28. Wir sind zwar auf Level 30 runtergestuft, aber naja. Können sie trotzdem nicht viel reißen. Ja, ja, ja. Ey. Ach so, falsche Taste. Ich bin so doof. Ah, wir sehen eben in der Spur das Kaninchen heute. So. Diese Grabplatte. Oh. Das wollte ich gar nicht. Diese Grabplakette ist ausgetauscht und jetzt... Da drüben ist noch eine. Hallo. Dir geht's gut, Geisteshändlers? Das ist schön, dass es dir gut geht. Chartraxis werden wir wohl nicht besiegen. Es dauert noch 15 Minuten, bis der wieder da ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und so lange werde ich hier nicht warten. Ist ja auch nicht nötig für... Oh. Chartraxis ist hier. Ach so. Na dann. Ach schau. Ach guck. Chartraxis möchte mit uns hier spielen. Darf ich mal? Kann ich mal bitte hier aus diesem Blödsinn raus? Na, warte mal. Na komm, Chartraxis. Dann ist ja... Also, ich dachte... Wir haben 15 Minuten. Mal gucken. 14 Minuten. 13,5. Oh mein Gott, die Zeit geht so schnell runter.
Stadtwachschuss. Geh weg. Wir haben auch nur Ares hier. Wobei, ganz ehrlich, wir haben Ares, den Kriegsgott. Was soll denn da bitte... Okay, Kriegsgott mit Trickserschurke ist irgendwie ein bisschen eine skurrile Kombination, aber hey, warum nicht? Eine Ewigkeit später haben wir es dann endlich mal geschafft. Ich will immer... Jetzt lass mich... Jetzt stirb einfach. Meine Güte. Yay, Traxxas ist tot. Oh, guck mal, da kommt noch Wow. Kam noch an. Ich hoffe, Wow hat noch einen Schlag absetzen können. Damit er ebenfalls die Belohnung bekommt. Das war diese Drachengottmünze. Wow. Wow, welche Belohnung. Dafür hat sich gelohnt, so lange zu kämpfen. Ihr geht jetzt weg, ihr müsst sterben. Das ist die Rache dafür. Dafür, dass ich so wenig Belohnung bekommen habe. Für diese Arbeit. Eigentlich hat, glaube ich, Ares den Großteil der Arbeit gemacht. Ich war, glaube ich, einfach nur da. Und habe dafür gesorgt, dass er immer mich schön anguckt. Haben wir das hier denn schon geschafft? Oh Gott, es fehlen noch so viele Kultisten. Lass mal ganz kurz einblenden. Das müssen wir ja auch machen. Hier, ihr seid Kultisten. Komm hier. Kuscheln. Zählte. Sehr gut. Da sind noch mehr Kultisten. Kultisten kommt. Kuscheln. Nein, die mit mir kuscheln, nicht mit Severin. Zählt ihr als Kultisten? Nein. Ihr zählt nicht als Kultisten. Aber hier vorne sind, glaube ich, noch Kultisten auf dem Weg, falls sie nicht irgendwer anders getötet haben sollte. Doch, die sind tot. Warte mal, ich muss noch ganz schnell drei Kultisten müssen wir noch schnell töten. Hier von da sind drei Kultisten. Schönen guten Tag. Ich habe eine Lieferung für sie. Und zwar eine Lieferung tot. Sie zählen nicht als Kultisten. Wollt ihr mich rollen? Wieso zählen die nicht als Kultisten? Hä? Naja, die zählen hier. Auf Wiedersehen. Ernsthaft? Ernsthaft? Na dann komm her. Wenn du mit meinem Schild kuscheln möchtest, bitteschön. Hü, hüpf! Jetzt können wir zurück. Wir können bei Hafnerin Winde Bescheid sagen, Windle, Bescheid sagen, dass wir ihre Aufgabe erfüllt haben. Und damit haben wir dann auch die Aufgaben für Hafnerin Boward erfüllt und damit der gemeinsamen Sache Gutes getan. Wir haben die gemeinsame Sache vorangebracht im Kampf gegen Severin. Das ist natürlich auch wieder, stellt man sich die Frage, war das wirklich so schlau? Gut, er hat eine Drachengöttin versucht, oder er versucht eine Drachengöttin zu erwecken. Aber er vereint ja wirklich verschiedenste Kräfte, die normalerweise sich gegenseitig klein halten aufgrund ihrer Streitigkeiten und so arbeiten sie jetzt zusammen an einem großen Ziel. Hm. Wir müssen die geschehen, das wird sie hoffentlich. Ja, wird sie und er bleibt hoffentlich tot, wird er nicht, kann ich euch schon mal spoilern. Wir haben ihn schon mal getötet. Ist also kein Spoiler. Weil wir haben ihn schon mal getötet und wir durften ihn nochmal besiegen. Ich halte immer die Klappe. Ich sag einfach nichts. Ich bin einfach ruhig. Da stellt man sich natürlich die Frage, ist das vielleicht der Sinn und Zweck von Severin gewesen? Er wusste, dass die Götter eingreifen werden. Er wusste, dass die Leute sich gut gegen Tiamat erwehren können und gegen die ganzen Drachen und sowas. Und er hat das eigentlich gemacht. Eigentlich ist er in Wirklichkeit ein Guter, weil er wollte die Leute zusammenschweißen. Andere Harfner brauchen euch mehr als ich. Ich hoffe, eure Taten werden das Anwachsen des Kultes verlangsamen. Wenn die Macht des Kultes weiter wie bisher ansteigt, dann werden wir ihn schon bald nicht mehr aufhalten können. Ja, keine Sorge, das haben wir trotzdem geschafft. Und wir haben auch einen Drachen beseitigt. Juhu! Level 44, meine Güte, das sollten wir vielleicht dann doch nicht machen. Und wir haben noch die gemeinsame Sache. Vielen Dank, sucht mich morgen erneut auf, bis der Kult endgültig besiegt ist. Werde ich genug Arbeit für euch haben. Yay! Yay! Ganz viel Kampagnenwährung. Und jetzt können wir uns endlich dem Piraten widmen, bevor wir aber, doch noch nicht, ausgetrickst. Wir haben zwei Level-Ups gehabt, die wir noch nicht ausgegeben haben. Das wollen wir doch jetzt mal machen. Ich möchte gerne Schild des Glaubens haben. Das packen wir gleich mal ein bisschen höher. Damit schützen wir uns und unsere Verbündeten jetzt 8 Sekunden lang vor
Schaden. Und sie kriegen auch mehr Heilung. Also wir kriegen mehr Heilung. Das ist gerade in Gruppenkämpfen vielleicht gar nicht so schlecht. Dann haben wir was zum Heilen und wir haben auch was zum Schützen. Eigentlich wollen wir das nachher haben, ganz klar, aber bis dahin. Und bei den Talenten haben wir noch 2 Punkte, die wir in die Flut anhalten, aufhalten, reinlegen können. Sehr schön. Jetzt Nox, Piraten. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Ich glaube, Piraten. Der Nordwesten von Neverwinter ist eine riesige fliegende Insel. Lange Jahre sind grausame Piraten von dort in die Lüfte gestochen und haben Händler und Dörfer an der gesamten Schwertküste heimgesucht. Vor einigen Jahrzehnten hörten die Überfälle dann plötzlich auf und niemand weiß warum. Habt ihr schon mal ein Himmelsschiff gesehen? Nur den wenigsten ist es vergönnt. Sie wurden in Halrua hergestellt, einem von der Zauberpest zerstörten Königreich. Die Gesellschaft Yago verfügt über eines der letzten seiner Art. Sie hoffen auf der Pirate Skyhold die Spuren weiterer Himmelsschiffe zu finden. Einer ihrer Anwerber kann euch von ihrem Himmelsschiff dorthin bringen lassen. Wie geil ist das bitte? Wie geil ist das bitte mit Zeppelinen oder wie man das auch immer nennen möchte, Himmelsschiffen durch so eine Welt zu fliegen? Und ich verstehe auch sehr, sehr gut, dass dort diese Technologie nicht verschutt gehen soll, dass man versucht, da mehr rauszufinden. Auf geht's nach Pirate Skyhold. Piraten. Captain Jack Sparrow. Naja. Das war vor der Zeit von Captain Jack Sparrow. Das ist das Luftschiff. Und es ist kein Zeppelin. Es ist wirklich ein Luftschiff. Es ist ein normales Schiff mit Segeln. Und 3 Kisten. Das durch die Lüfte fliegen kann. Was passiert, wenn ich auf... Fängt mich... An... Es ist... Neugier 20. Gut, haben wir das auch geklärt. Mit keiner gesehen. Himmelsschiffe. Himmelsschiffe sind speziell angefertigte halruanische Schiffe, die mit mächtigen Flugmagien verzaubert wurden. Sie wurden vor der Zauberpest von den Magiern von Halrua erbaut und oft für Erkundungen, Transporte und den Kampf eingesetzt. Halrua liegt nun in Ruinen und derartige Schiffe sind zu einer ausgesprochenen Rarität und damit ausgesprochen wertvoll geworden. Die Geheimnisse über die Bauweise der Himmelsschiffe mag verloren sein, die Reparatur eines gar schwer beschädigten Schiffes ist jedoch mit handwerklichem Geschick und Zauberei immer noch möglich. Klar, wenn die Zauberpest die kompletten Gefüge der Magie durcheinander gebracht hat, dann ist das natürlich auch ein bisschen schwieriger. Oder vielleicht unmöglich, solche Schiffe jetzt noch zu bauen. Solange die Magie aber noch existiert, also in den Schiffen drinne ist, muss das hier nur mit Astralenergie aufgeladen werden. Keine Ahnung. Als ich mich für diese Aufgabe gemeldet habe, war nicht die Rede davon, dass wir in einem stinkenden Sumpf hausen müssen. Ja, wir werden einfach das Beste aus der Lage machen müssen. Arr. Gut, wir können Hilfe gebrauchen. Wir haben das Versteck der Piraten noch nicht gefunden. Aber wir haben schon viel widerwärtigen Sumpf gefunden. Ei, du Landratte. Ich kann nicht Piraten sprechen. Ich werde doch nicht versuchen, jetzt hier irgendwie Großpiratensprech zu machen. Es funktioniert nicht, das wird nur peinlich sein. Weil ich einfach zu schlecht bin. Ich habe keine Ahnung von irgendwelchen Begrifflichkeiten auf See. Und das wird einfach nur... Wir machen einfach ganz normal... In diesem Sumpf gibt es alle Unannehmlichkeiten, die so zu erwarten sind. Ungeziefer, Krankheiten, Fäulnis, ach ja, und Echsenfäulnis. Ja, auf den Inseln im Sumpf gibt es Echsenstämme. Sie sind über unsere Anwesenheit nicht erfreut und versuchen uns zu vertreiben, indem sie in der Nähe unseres Lagers Fallen auslegen. Wir haben bereits einige Leute verloren. Schaltet ein paar ihrer Fallenstelle aus, dann werden sie verstehen, dass wir es ernst meinen. Und... Da muss ich sagen, vorher war es ja immer so, dass wir, also bis hierhin waren es ja Aufgaben, Neverwinter oder die Schwertküste wurde bedroht und wir mussten irgendwie versuchen zu intervenieren. Das hier ist aber anders. Ne, es ist jetzt noch nicht auf lange Sicht, aber der momentane
Weg ist, dass wir die Invasoren, wir sind die Bösen. Die, nein, da wollte ich gar nicht hin, ich wollte hier hin. Hier auf diesen Inseln leben Echsenmenschen oder das Echsenvolk Achas, keine Ahnung, Grünschuppen. Wer weiß, wie lange schon? Und wir kommen hierher und wollen irgendwelche Schiffe finden. Und die fühlen sich natürlich bedroht. Wir kommen in ihr Gebiet, greifen an, verteidigen sich und wir müssen die jetzt töten? Irgendetwas stimmt in diesem Sumpf nicht. Außer, dass er sich mehrere hundert Fuß über dem Meer befindet, natürlich. Seltsam. Selbst die widerlichsten Sümpfe haben normalerweise die eine oder andere Frischwasserquelle. Aber hier? Nichts. Wo auch immer wir suchen. Das gesamte Wasser scheint vergiftet zu sein. Die Echsen haben eine Methode entwickelt, um Sumpfwasser zu destillieren. Ich habe im Osten einige ihrer Gerätschaften entdeckt. Ohne frisches Wasser werden wir nicht lange durchhalten. Bitte, besorgt uns einige der Apparate, damit wir die Reinigungsmethode eventuell nachahmen können. Und das ist dann das Nächste, ne? Wir kommen hier hin, wir haben Probleme. Und was tun wir, wenn wir herausfinden, dass die Einwohner hier einen Weg gefunden haben, trotzdem zu überleben? Wir versuchen nicht mit ihnen zu reden, mit ihnen zu verhandeln, die Informationen über Tausch zu bekommen. Nein, wir gehen hin und sollen stehlen. Also, unsere Aufgabe momentan ist, in das Gebiet von, ich nenne es jetzt mal, Ureinwohnern zu gehen. Oder von den hier lebenden, ne, vor uns hier lebenden Leuten, Echsen. Sie zu töten, zu vertreiben und zu bestehlen. Wenn ihr euch in den Sumpf begebt, werdet ihr hier und da Lichter entdecken. Zuerst dachte ich, es handelt sich um Sumpfkreaturen oder Geister. Aber das stimmt nicht. Ich weiß nicht, was sie sind. Ich habe unsere Kundschafter angewiesen, mir Proben davon zu bringen. Vielleicht stehen sie in Zusammenhang mit der Vergiftung des Sumpfes. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr auch mit beim Sammeln helft. Ja, das tun wir. Das ist ja nichts Böses. Im Gegensatz zum Rest. Also, oder sehe nur ich das so als ein bisschen fragwürdig, was hier von uns gerade verlangt wird. Ne, hier ist so eine Maschine und wir sollen die klauen. Ach nee, wir sollen destilliertes Wasser sammeln? Ich dachte, wir sollen eine Maschine klauen. Hä? Oh, analysiert destilliertes Wasser. Ja, es ist Wasser. Hier ist nichts mehr. Hier lebt nichts. Da leben welche. Da ist ein Licht. Komm hier, mein Licht. Komm hier, komm zu mir. Licht. Ja, komm hier. Ja, ich hab Licht gefangen. Tut mir leid, ich möchte lieber mit euch reden. Können wir nicht verhandeln? Ich meine, dass die sich wehren, ist doch völlig logisch. Vor allem, wer weiß, was vor uns schon alles für Leute hier waren. Und die können offensichtlich unsere Sprache. Also jetzt auch nicht mal so, dass die, dass hier irgendwo eine Sprachbarriere herrschen würde. Nein! Das ist kein Problem. Wir können kommunizieren. Das heißt, es wurde nicht mal versucht. Es wird hier einfach offensichtlich, man, sie sind jetzt nicht sonderlich fähig da drin, Grammatik und Wort. Über die auch nicht. Ich halte die Klappe. Ich bin auch nicht besser darin, die richtigen Worte zu finden gerade. Aber, ne? Es wurde nicht mal versucht, scheinbar mit denen zu reden. Das ist nicht schön. Ist da ein Fallensteller dabei? Nein, beim Blasrohrschützen. Hey, du kleines wanderndes Licht, komm hier. Komm zu mir. Dankeschön, hallo. Hoffen wir mal, dass sich das noch irgendwann zu... Ein Kräuterbeutel. Ein Kräuterbeutel. Was ist denn der Kräuterbeutel? Ein Bündel mit Kräutern, das zuvor von einem Echsenmenschen gehörte. Aha. Sammelt 5 Heilkräuter und kehrt dann zu Irea zurück. Zum Sumpfrand oder zur Kundschafterin Tragold im Weilbock. Ihr habt dieses Bündel bei einer Echse gefunden. Die Kräuter darin lassen sich leicht bestimmen. Wenn ihr sie zur Jago-Gesellschaft bringt, werden sie vielleicht erkenntlich zeigen. Warum? Wir sammeln Kräuter. Wow. Na gut.
Warum nicht? Ne, es ist ja nun... Wir töten die hier lebenden Einwohner. Wir klauen ihnen ihre Sachen. Und wir fangen irgendwelche Lebewesen ein. Warum sollten wir da nicht auch noch ein bisschen die Flora und Fauna kaputt machen? Ne, warum nicht? Kann man auch noch ein paar Pflanzen sammeln. Ist ja einfach mal einfach wegpflücken. Ausreißen mit Stumpf und Stiel. Jetzt, ich treffe nicht, ne? Ich hau ins Nichts. Geh weg. Blas, Frau Schützer. Noch ein destilliertes Wasser. Ja. Und wir müssen noch Heilkräuter sammeln. Mehr Heilkräuter. Mehr Heilkräuter. Und wir müssen auch noch einmal destilliertes Wasser finden. Ja, wir haben Lichter gefangen. Psst, geh weg. Die Lache. Elder Scrolls 6 soll ja, so habe ich gehört, bei den Echsen spielen, also bei den Achas. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt, aber es wurde irgendwann mal die Gerüchteküche angeworfen. Oh, hier ist gar nichts mehr. Ja, waren wir schon. Tut mir leid, das habe ich unnötig getötet. Also wurde gerüchtemäßig gesagt, dass... Ich weiß nicht, wie diese Sümpfe heißen, da wo halt die Echsen leben, wo die herkommen, Schwarzmar oder keine Ahnung. Mit ihren wandelnden Bäumen. Ah, da sind Heilkräuter. Hallo. Aber wer weiß, wann das kommt. Also, na, bisher ist ja noch nichts groß über einen Termin bekannt, soweit ich weiß. Ich hoffe aber, dass sie es bald machen, dass die das Bethesda sich zwar genügend Zeit lässt, so viel wie sie brauchen, um das Spiel vernünftig zu machen, aber da müssen wir uns bei Bethesda ja keine Sorgen machen. Die kriegen das schon hin, die wissen schon, was sie tun. Was mir auch noch gerade aufgefallen ist, bei den Echsen hier, ich weiß nicht, ob ihr den Film Suicide Squad gesehen habt. Ich habe ihn jetzt vor kurzem endlich geschafft zu gucken. Und da war ja auch dieser, ich habe keine Ahnung, wie die Charaktere heißen, Doc Shrug oder so? Dieser, der Bösewicht von Spider-Man, der auch in, ich glaube, in einem Spider-Man-Film sogar auftauchte. Nee, Batman. Nicht Spider-Man, sondern Batman. Das ist ja ein anderes Universum. Oh Gott, jetzt setze ich mich schon wieder in die Nesseln. Es tut mir leid für alle DC- und Marvel-Fans. Ich bin da nicht so bewandert drin, wo die Grenzen sind. Jedenfalls. Das ist, glaube ich... Ich weiß es nicht. Es gab doch aber auch einen Spider-Man-Krokodil. Da gab es doch auch einen Film zu. Jedenfalls. Ist ja auch wurscht. Worauf ich hinaus möchte, ist... Dass der in... Ist gut Ruhe da drüben? Dass der in Suicide Squad wirklich schlecht aussah. Er war hässlich. Nicht von wegen so, er ist ein Echsenmensch, sondern ein schlecht gemachter Echsenmensch. Krokodilsmensch oder wie auch immer. Er sah einfach nur scheiße aus. Fand ich jedenfalls. Im Vergleich zu Batman und Spider-Man. Also, nicht Batman und Spider-Man, sondern den Krokodilsviechern aus Batman und Spider-Man. Gut gemacht. Hoffentlich überzeugt sie das, uns in Ruhe zu lassen. Ja, was fällt ihnen ein, ihr Territorium zu verteidigen? Wir haben nur eine Sache mit dem Echsenvolk gemeinsam. Keiner von uns ergibt sich ohne einen Kampf. Sie legen in der Nähe des Lagers keine Fallen mehr aus, aber dafür wimmelt es tiefer im Sumpf umso mehr davon. Zieht hinaus und kümmert euch um einige davon. Sammelt am besten ihre Zähne ein und bringt sie unserem Kundschafter Tragold. Wir können daraus für die Echsen eine Warnung bauen. Wenn sie einen Kampf wollen... werden sie einen Kampf bekommen. Ernsthaft. Ernsthaft. Wir gehen hin, nehmen jetzt dieses Gebiet weg, weil sie scheinen ja jetzt hier sich zurückzuziehen, nachdem wir die Fallenstelle getötet haben. Und jetzt drängen wir sie weiter zurück. Es ist nicht so, dass wir sagen, gut, okay, wir haben es geschafft, das ist unser Gebiet, wir haben das jetzt übernommen. Die stellen uns keine Fallen mehr, wir können jetzt hier in Ruhe arbeiten. Nein, jetzt sagen wir, jetzt gehen wir hin und wir haben jetzt ihre Angriffe zurückgedrängt. Jetzt töten wir, um Abschreckungsmahnmale zu stellen. Zähne. Das sind
Das ist wie, als würde man den Schädel, also das ist mal ganz extrem übertrieben, aber so, als würde ich den Schädel eines meiner Opfer nehmen und auf einen Pfahl spießen. Das machen wir gerade. Gut, das machen wir auch in Icewind Dale. Da machen wir sowas auch mit Riesen. Aber dann machen wir es mit Helmen, nicht mit Köpfen. Wir nehmen hier Teile des Lebewesens und nehmen das als Abschreckung. Das ist barbarisch. Boah. Holla die Waldfee. Okay, ich werde jetzt mal... Wir machen jetzt Folgendes. Ich nehme diese Quest, die gebe ich noch ab. Oder hier wochenlang festhängen. Dem Aussehen dieses Wassers nach zu urteilen, verwenden ihre Apparate mächtigere Zauber, als ich erwartet hatte. Sie schaffen es, dieses Wasser zu reinigen. Und das ist beileibe nicht einfach. Ich frage mich, warum. Ja, Level 45, so viele Level-Ups in dieser Folge. Vielen Dank. Das wird sehr hilfreich sein. Bitte. Ja, das kommt mir sehr gelegen. Auch wenn der Sumpf sehr unwirtlich ist, gibt es hier doch eine Reihe äußerst nützlicher Pflanzen. Gott, ich möchte von euch wissen, ich möchte eine Umfrage, eine weitere Umfrage in dieser Folge. Am Ende dieser Folge wird es nochmal eine Umfrage geben. Und zwar könnt ihr jetzt hier oben auf das i klicken, dort kommt ihr direkt zur Umfrage. Es geht darum, ob wir diese Pirate Skyhold Quest überhaupt machen wollen. Ich persönlich finde nämlich, dass das falsch ist, dass das hier kein Helden, keine Heldentaten sind. Na, wir können ja ohne Probleme jetzt auch schon nach Icepire Peak gehen. Da sind wir ja levelmäßig auch schon genau dran. Gleich können wir auch schon in den Abgrund gehen, wenn wir das theoretisch wollten. Und, klar, später kommen noch die Piraten, die Bösen und sowas. Aber erstmal bis dahin ist das schon ziemlich hart, finde ich. Dass wir jetzt hier das Echsenvolk, das hier einheimische Echsenvolk, derartig bedrängen. Und vertreiben wollen und uns barbarisch verhalten. Deswegen würde ich gerne von euch wissen, wollen wir die Kampagne, beziehungsweise die Kampagne, diese Questreihe in Pirate Skyhold machen, oder sagen wir, nein, wir werden nicht zu Einwohner, Ureinwohner, mordenden Barbaren und ziehen weiter in den Icepire Peak und dort gibt es ja wieder, glaube ich, richtig Böses. Auf jeden Fall im Abgrund. Spätestens im Abgrund. Da gibt es auf jeden Fall wieder wirklich Böses zu bekämpfen, wenn es schon heißt Kathedrale des Wahnsinns und Quelle des Verderbens. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.